Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Video. Diesmal zeige ich euch einfache, aber meiner Meinung nach sehr schöne Erdbeer-Cupcakes. Ein Teil meines Leimes nehme ich ab für die Böden. Nur dieser Teil wird beduftet und er wird mit etwas Kakaopulver gefärbt. Den restlichen Leim färbe ich jetzt mit etwas Titandioxid und einem öllöslichen Pinkton. Mein Ziel ist dabei ein schönes helles Altrosa. Wie man sehen kann, hat mein Leim ordentlich angezogen. Daher musste ich mich etwas beeilen und konnte den Teil, wo ich die Formen glatt streiche, leider nicht mitfilmen. Um euch das Aufspritzen zu zeigen, habe ich diesmal einen etwas anderen Winkel gewählt, damit ihr besser zusehen könnt. Sagt mir gerne in den Kommentaren, wie euch dieser Winkel gefällt oder ob ich wieder zum alten wechseln soll. Die Tülle, die ich verwende, ist meine liebste für Cupcakes, und zwar eine geschlossene Sterntülle, die ein bisschen gebogen ist. Als erstes Deko-Element verwende ich hier etwas sehr feinen Polyestergitter. Die Erdbeeren kommen aus einer selbstgemachten Silikonform und sind mit Kieswürfel hergestellt. Einen sehr kleinen Teil des Leims hatte ich mir noch abgenommen und diesen grün gefärbt. Damit kann ich jetzt mit einer Blatttülle auf jeden Cupcake ein paar Blätter spritzen. Die kleinen Blümchen bestehen ebenfalls aus Gießseife. Dafür habe ich einen kleinen Ausstecher aus dem Tortendekorationsbereich verwendet.
Hier seht ihr jetzt die fertigen Cupcakes. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei.